Wer es hardcore mag, und da rede ich jetzt vom Training, nicht von irgendwelchen anderen Sachen, und ich kann es nur noch mal wiederholen, Bauchmuskeltraining könnt ihr dann überall machen. Absolut. Und ich meine, es ist auch eine Sache für dich, wenn du unterwegs bist, Dreharbeiten etc., ja, dann hat man vielleicht nicht immer Zeit, ins Fitnessstudio zu fahren. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir gut aussehende, starke Verstärkung geholt. Und falls der eine oder andere von euch jetzt zuschaut und denkt, den kenne ich irgendwoher, wer ist das nochmal, wo habe ich den gesehen? Richtig, der ist hin und wieder mal im Fernsehen zu sehen, der Filip Nikolic. Genau. Und zwar in Berlin. Tag und Nacht? Genau, in Berlin, bei Berlin Tag und Nacht, jeden Tag zu sehen bei RTL 2. Aber heute mal hier bei dir im Studio. Heute mal in der Sportschule Gunsberg, so und nicht auf RTL 2. Aber nicht vielen Dank, RTL2. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mich mal zu besuchen hier. Und wir nutzen natürlich gleich die Gelegenheit, wenn ich schon mal so jemanden da habe, ein Video mit ihm gemeinsam zu machen. Und heute im Video geht es um eine Sache, die, glaube ich, viele von euch interessiert. Denn, okay, jetzt ist noch Februar. Aber wie heißt es so schön, wer im Sommer gut aussehen will, der sollte im Frühjahr damit anfangen, denn von heute auf morgen kriegt man die Strandfigur nicht. Und was möchte man lieber präsentieren als, wir sind dort im Keller los, da crasht unser Video hier. Was möchte man im Sommer präsentieren? Natürlich einen schlanken, sportlichen Körper und am besten noch ein Sixpack dazu. Und wir beide haben uns Gedanken gemacht, das wäre doch mal ein interessantes Video, euch zu zeigen, was unsere Lieblingsbauchmuskelübungen sind. Genau, die Top 5 haben wir rausgesucht. Ja. Verschiedenste Skalierungen von einfach bis sehr fordernd. Wir gehen mal alles durch. Es gibt ja immer verschiedene Varianten, wie man Bauch trainieren kann. Es gibt ja auch nicht nur die geraden, es gibt ja auch die schrägen Bauchmuskulatur, es gibt die etwas tieferen. Wir gehen einfach mal die verschiedensten Übungen durch, würde ich sagen. Wir machen ein paar schöne Übungen. Starten wir mit einer Übung, die sowohl für Fortgeschrittene als auch für Anfänger geeignet ist. Das Schöne bei der Übung, man kann es in zahlreichen Varianten machen und dann Übungen mit einbauen, wo ich den Gluteus trainiere, also zusätzlich noch ein Popo-Training mache. Weicht jetzt ein bisschen ab vom Bauchtraining, aber gerade für die Rumpfmuskulatur eine super Sache. Ansonsten Übung Nummer 1, die Planke, ganz oldschool, auch einfach ausführbar. Und wir schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Stabil im Rumpfbereich, Bauchmuskulatur einspannen, das ist eine Linie hier, nur das gute Waden. Vielleicht sollte man mal ein Warnvideo machen. Na ja, gut, heute geht es um Bauchmuskeln. Also ganz klassisch, Planke. Und dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Intensität steigern könnt. Wir können das Ganze ein bisschen fordernder machen, indem wir zum Beispiel die Beine einfach abheben. Eins bleibt natürlich am Boden, sonst wird es schwer. Genau. Oder ich hebe zum Beispiel ein Bein ab und es wandert nach vorne. Habe ich jetzt auch noch ein bisschen mehr die seitliche Bauchmuskulatur mit drin. Ja. Also das ist jetzt wirklich schon Varianten für Fortgeschrittene. Ihr bekommt dadurch eine extrem starke Rumpfmuskulatur. Super Übung. Auch hier nochmal ein bisschen, um das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Und auch da versuche ich wieder verschiedene, oder da wird auch wieder verschiedene Gruppen der Bauchmuskulatur beansprucht. Perfekt. Arbeitest du jetzt mehr auf Zeit oder auf Wiederholungen? Also in dem Fall, wenn man eine Planke macht, macht es ja Sinn, auf Zeit zu arbeiten, dass man sagt, ich nehme die Position eine Minute ein, 30 genau. Sekunden, je nach Leistungsfähigkeit. Genau, ich bin eigentlich kein großer Fan davon, mit dem Telefon zu trainieren, aber meistens ist es dann so, hier liegt mein Telefon, läuft unten ein Timer ab, ich habe da meine 5 Minuten Countdown oder irgendwas drauf, die mache ich ab, das ist dann mein Warm-up. Ja. Ich will noch mal ganz kurz zeigen, wie es nicht aussehen sollte. Also, Popo zu hoch, das verringert natürlich die Spannung auf der Bauchmuskulatur. Und genauso verkehrt wäre es, wenn ihr jetzt im Hohlkreuz euch ablagert. Hier sind die Bauchmuskeln nicht mehr angespannt, ihr hängt nur noch im Rücken drin. Das sollte natürlich nicht passieren. Ansonsten, coole Sache, gute Übung. Und hier würde ich auch empfehlen, wenn ihr die Übung macht, über den Zeitfaktor zu arbeiten. Also verschiedene Belastungsphasen einzubauen. Zum Beispiel zwischen 30 bis 60 Sekunden. Dann dementsprechend Pause machen.
und das Ganze wiederholen, sodass ihr am Ende auf eine Belastungszeit von 3 bis 5 Minuten kommt. Genau. Je nachdem, wie gut man trainiert ist. Und das Geile ist, ich kann es halt überall machen. Am Hotelzimmer, im Fitnessstudio, zu Hause. Ich brauche kein Equipment, ich brauche mich selber. Und gut, dass du es ansprichst. Ne? Ja. Auch wenn man unterwegs ist, eine Übung, die wirklich überall durchzuführen ist. Ja. Perfekt. Unsere nächste Übung. Eine Übung, die ich durch mein Kampfsporttraining schon vor vielen Jahren kennengelernt habe. Und deswegen haben wir beide uns dafür entschieden und haben gesagt, die müssen wir mit reinnehmen in dieses Video. Das klassische Beinheben in Kombination mit Oberkörperrotation, bekannt auch als Russian Twist. Brutale Übung, anstrengende Übung, Muskelkontrolle ist gefordert, nichts für Weicheier. Schauen wir uns mal an, wie die Übung bei dir aussieht. Ich finde, es ist eine geile Sache, aber es ist schon eher ein Training auch für Fortgeschrittene. Also allein das Beinhalten aktiviert natürlich schon die untere Bauchmuskulatur und durch die Rotation im Oberkörper wird der Rumpf extrem gut trainiert. Ihr könnt die Belastung verändern, indem ihr natürlich auch mehr oder weniger Gewicht nehmt. Also es muss nicht immer viel Gewicht sein, weil allein schon die Spannung zu halten ist extrem schwer. Und hier geht es ja nicht auch um eine Übung, die ich nur mit 2, 3, 4, 5 Wiederholungen mache, oder? Hier kann ich mal schon eine halbe Minute, Minute Gas geben. Ja. Und atme nicht vergessen dabei. Und auch hier, das haben wir extra bewusst so eingebaut, als wir uns vorher Gedanken gemacht haben über die Übungen, die wir euch zeigen möchten, haben wir eine Übung gewählt, die man überall machen kann. Genau. Kein Equipment vorausgesetzt. Ja. Ein weicher Boden ist immer schön. Wenn es vielleicht ein bisschen zu anstrengend ist, was wir schon gesagt haben, man könnte auch die Füße abstellen, um auch hier ein bisschen Spannung rauszunehmen. Ich muss auch nicht die Gewichte in die Hand nehmen. Ich kann auch einfach mit der Oberkörperrotation atmen. Ja, super Sache. Wichtig natürlich, Bauchmuskeln oder Kontraktion nicht im Hohlkreuz nach hinten sich fallen lassen. Und Spannung. Und habt ihr auch als Anfänger hier eine richtig brutale Übung. Unsere dritte Übung mit dem Roller. Ich finde schon eine sehr anspruchsvolle Übung. Absolut. Und extrem unterschätzt, wie ich denke. Ja, aber wer es hardcore mag, und da rede ich jetzt vom Training, nicht von irgendwelchen anderen Sachen, es ist halt schon eine geile Sache, um die Rumpfmuskulatur zu trainieren. Ja. Also gerade was den Rumpf betrifft, habt ihr da eine super Stabilität. Das trainiert natürlich nicht nur die Bauchmuskulatur, sondern hier ist es ja fast eine Ganzkörperübung, könnte man sagen. Du brauchst eine brutale Körperspannung. Ja, also das merkst du auch in den Trizeps, wenn du nach vorne gehst und da hältst. Also es ist so eine richtige klassische Fitness-Kampfsportübung, die man für viele Sportarten trainieren kann. Ja. Und natürlich auch für einen gestählten Body. Schauen wir es uns mal an. Also wichtig natürlich hier die Körperspannung, die ihr mitbringen müsst. Für diejenigen, die vielleicht nicht so fit sind, ihr könnt ja selber bestimmen, wie weit ihr nach vorne fahrt. Wenn ihr nicht so fit seid, macht ihr etwas kürzeren Weg. Wer es natürlich schafft und kann, der kann den langen Weg gehen. Auch hier kann man ein bisschen mit der Zeit spielen. Umso langsamer ich die Bewegung mache, umso anstrengender wird die. So, und die es ganz hardcore mögen, die setzen auch nicht die Beine auf, also nicht die Knie. Ich wollte es gerade sagen, das ist aber die absolute fortgeschrittene Variante. Oh. Und dazu muss ich richtig warm sein. Also ich würd das gar nicht schaffen. Ich würde wahrscheinlich in mich zusammenklappen. Und in meinen Bodybuilding-Zeiten mit 140, 130 Kilo habe ich zwar die Übung gemacht, aber ich habe es auch nicht so geschafft, wie du es jetzt zum Schluss gemacht hast. Weil da ist es enorm. Aber ich habe das schon in den sozialen Medien, auf YouTube oder so gesehen. Da gibt es ja Typen, die machen da spektakuläre Sachen. Aber was vielleicht noch mal ganz interessant wäre, du hast mir vorhin gesagt, es gibt noch so eine Variante, die du gerne machst. Ohne Roller. Ohne den Roller. Vielleicht sollte man das nochmal zeigen, falls jemand nicht diese, das kostet ein Ding, 15 Euro investieren möchte. Ich weiß noch nicht, ob jedes Fitnessstudio das Ding rumfliegen hat. Man kann es auch mit der Hantel machen. Genau, und wir wollten ja auch Übungen zeigen, die man auch machen kann ohne Equipment, falls man halt mal unterwegs ist, Hotelzimmer, wo auch immer. Variante, die man machen kann. Ich fange zum Beispiel im Stehen an und stütze mich einfach mit den Händen ab und gehe nach vorne. Gehe nach vorne, gehe nach vorne. So weit wie es geht, gehen wir nach hinten. Ist schlussendlich fast die gleiche Übung.
Also schon richtig anspruchsvoll. Und wie wir es anfangs zum Thema von dem Roller schon gesagt hatten, es trainiert, ja, die Bauchmuskulatur, aber es ist eigentlich keine reine Bauchmuskelübung, sondern wirklich, ja, man könnte sagen, eine Ganzkörperübung. Absolut. Also viel Spaß damit für diejenigen, die sowas noch nicht gemacht haben. Heult nicht rum, wenn ihr beim ersten Mal auf die Nase fallt. Wir steigern uns nochmal. Die nächste Übung machen wir mit richtig Widerstand. Gerade für diejenigen, die dicke Bauchmuskeln haben wollen und irgendwann mehr als 20, 30, 40 Crunches oder Sit-Ups schaffen. Da gibt es eine Variante, wie ich mit höherem Widerstand nochmal die Bauchmuskulatur ansteuern kann und vielleicht nicht diese hohe Zahl an Crunches oder Sit-Ups machen muss. Natürlich sind Crunches, Sit-Ups eine Basis eines jeden Bauchmuskeltrainings, keine Frage. Aber wir wollen euch ja verschiedene Schwierigkeitsstufen anbieten. Ja. Und es wäre jetzt zu einfach gewesen zu sagen, macht einen Crunch oder macht einen Sit-Up. Deswegen diese Variante, Crunch-Sit-Up am Kabelzug mit zusätzlichem Gewicht. Für diejenigen, die fortgeschritten sind, die schon gute Bauchmuskeln haben, die eine gute Körperspannung haben, ist das eine Übung, die ich in meiner Bodybuilding-Zeit sehr gerne gemacht habe, weil ich wollte natürlich diese dicken Muskeln, diese dicken Bauchmuskeln, die ich dann dementsprechend auf der Bühne präsentiert habe. Ganz klar, wenn ihr so eine Crunch-Bewegung macht, wenn ihr in der Bauchmuskulatur arbeitet, dann müsst ihr auch eure Atmung kontrollieren. Das heißt, in dem Moment, wo die Bauchmuskeln angespannt werden, kontrahiert werden, da bitte ausatmen, dann wieder einatmen. Das heißt, über die Spannung arbeiten, Bauchmuskeln anspannen, ausatmen, dass ich immens Druck auf den Bauch bekomme und dann wieder einatmen. Ja. Weiß nicht, ich mache das immer sehr gern, wenn ich unten in der höchsten Anspannung bin. Ich versuche immer noch mal eins, zwei und noch mal so kurz, ja, zu halten, um diesen, absolut, um den Druck in der Muskulatur noch so ein bisschen aufzuhalten und dann, absolut, langsam zu lösen. Vollkommen richtig, also nicht den Wackeldackel machen, genau, sondern in der kontrahierten Phase die Spannung einen kurzen Moment halten, genau, und dann wieder lösen. Ja, also nicht einfach nur runter und hoch gehen, sondern runtergehen, Spannung halten, die Bauchmuskeln einmal fest anspannen und dann wieder die Spannung lösen. Also diese Endkontraktion ist eine super Sache, ja, um einfach nochmal intensiver die Bauchmuskeln zu trainieren. Also es geht nicht einfach nur darum, so eine Wippbewegung zu machen, sondern wirklich kontrolliert, gesteuert die Bauchmuskeln ansprechen. Dann lieber vielleicht ein bisschen weniger Gewicht, aber mit mehr Spannung arbeiten. Ja, viel hilft nicht immer viel. Super. Unsere fünfte und letzte Bauchmuskelübung. Meine Lieblingsübung. Ich weiß nicht, ob du eine Lieblingsübung hast, aber Beinheben fand ich halt immer richtig geil in den verschiedensten Varianten. Mit den Schlaufen natürlich ein Riesenvorteil, dass ihr euch nicht festhalten müsst. Aber ich meine, wenn man die sportliche Fähigkeit hat, diese Übung zu machen, ist wahrscheinlich nicht für jeden geeignet, also nicht unbedingt eine Anfängerübung, aber wenn ihr fit seid, wenn ihr die Möglichkeit habt, ist das meine Lieblingsbauchmuskelübung gewesen. Ich fand das immer richtig geil. Wir zeigen es euch mal, wie es aussehen soll. Also die hängende Variante, weit nach oben reinziehen. Auch hier gibt es dann verschiedene Schwierigkeitsstufen. Manche machen es auch gerne mit leicht gestreckten Beinen, dass sie dann nach vorne gehen. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und wer diese Schlaufen nicht hat, schaut mal bei euch im Fitnessstudio, es gibt diese Beinhebestühle, wo man sich so reinhängen kann, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oder ihr, ich halte mich halt fest. Wer es kann, auch. Wer es kann. Ne? Und wieder der. Ja. Der. Das ist ein Ding, das liebe ich ja. Ne? Hat Rocky schon gemacht, wenn Rocky es damals gemacht hat, dann ist es immer noch gut. Muss ja funktionieren. Das sind die absolute fortgeschrittenen Variante. Ja, speziell auf dem unteren Bauchmuskelbereich. Wer die sportliche Fähigkeit hat, gerne die Übung machen. Es nutzt natürlich nichts, wenn ich am Ende dann einfach nur da hänge und die Beine im unteren Bereich am Rumwackeln sind, sondern da müsst ihr schon eine gewisse, ja, körperliche Fitness mitbringen. Ansonsten dann eher erstmal mit einfacheren Varianten beginnen, mit Übungen am Boden, wo ich, ja, Beinheben mache. Aber bevor wir jetzt noch den ganzen Anfängerbereich ansprechen, würden wir, glaube ich, dieses Video sprengen. Genau, es ging darum, die fünf besten, unsere Lieblingsübungen, genau, rauszufinden für den Bauch. Genau. Das Wahnsinn, ja, die gut durchzieht. Vielen Dank an der Stelle. Vielleicht nochmal so nebenbei am Ende des Videos, um auf dein Training zu kommen. Wie oft die Woche trainierst du Bauch? Jedes Mal. Weil ich sage, doch, ja, doch, jedes Mal.
weil ich bin auch ein sehr großer Liebhaber, was viel Beintraining, schweres Kniebeugen, Ausfallschritte angeht. Wenn ich einen guten, starken Bauch habe, ist es immer der Vorteil für alle Druckbewegungen, ob ich was auf dem Rücken habe, ob ich was von oben wegdrücke, ist mein Bauch stark, ist das schon mal eine solide. Ja, also du machst viele, gerade diese Chor- und Rumpfübungen, genau. Machst du viel. Genau. Mhm. Ist für mich jedes Warm-up. Also bei mir war es beim klassischen Bodybuilding-Training zweimal die Woche, dass ich Bauch trainiert habe. Ja. Wobei man hier auch sagen muss, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Es gibt auch viele Bodybuilder und Coaches, Trainer, die sagen, Bauchmuskeln muss man überhaupt nicht trainieren. Markus Rühl zum Beispiel hat so gut wie nie Bauch trainiert, hat natürlich dicke Bauchmuskeln gehabt. Ich glaube, da gibt es auch Unterschied, willst du deinen Bauch funktional oder optisch trainieren? Genau, das ist halt ein Thema. Ein Kampfsportler zum Beispiel, der wird halt immer Bauchmuskeltraining auch machen. Boxer. Natürlich aus ganz anderen Gründen als der Bodybuilder. Ja. Und Markus Rühl, ich kenne ihn ja nun gut, der hat halt von Haus aus diese dicken Bauchmuskeln gehabt. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, Bauchmuskeln werden halt auch bei zahlreichen anderen Übungen, man unterschätzt das. Ja. Du hast ja gerade angesprochen, du trainierst extra deinen Rumpf, um andere Übungen zu unterstützen. Genau. Im Umkehrschluss, wenn ich spezielle Übungen ausführe, selbst wenn ich einfach nur am Turm stehe und Trizepsübungen mache, ihr werdet eure Bauchmuskeln immer benötigen. Ja? Also Bauchmuskeln werden aktiviert, trainiert auch bei zahlreichen anderen Übungen. Und wenn dann Markus Rühl mit 800 Kilo Beinpresse macht, dann funktioniert das natürlich nur, wenn er eine starke Rumpfmuskulatur hat und seine Bauchmuskeln anspannt. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Und dementsprechend hat der natürlich durch dieses schwere Training seine Bauchmuskeln schon gut trainiert. Problem ist halt immer, was mache ich, wenn ich halt keine guten Bauchmuskeln habe, wenn ich keine gute Rumpfmuskulatur habe? Wenn euer Rumpf, eure Bauchmuskulatur in Ordnung ist, müsst ihr keinen Bauch trainieren. Aber ich habe es ja ganz oft bei mir im Coaching, meine Klienten, die keine Bauchmuskeln haben, was soll ich sagen? Nee, Markus Rühl hat gesagt, du musst keinen Bauch trainieren. Das ist natürlich Quatsch. Wenn ihr Defizit habt in der Bauchmuskulatur, ihr dementsprechend Sixpack haben wollt oder halt, wie du gerade gesagt hast, eine gestärkte Rumpfmuskulatur euch antrainieren wollt, bleibt nichts anderes übrig. Also wenn ich jetzt mal so an den letzten Sommerurlaub zurückdenke, es sind tendenziell eher weniger Leute mit einer extremen sichtbaren Bauchmuskulatur. Von daher gern mehr Bauch trainieren. Ist für alle schöner. Auch schön zum Angucken. Vielleicht eine Frage noch zum Ende hin. Wenn man auf diese Optik geht, also man die Bauchmuskeln auch sehen möchte, muss ich anders essen. Absolut. Also das Bauchmuskeltraining an sich, sondern ich glaube, auch ein Sumo-Ringer hat sehr gute Bauchmuskeln, aber du siehst sie halt nicht, weil die halt gut versteckt sind. Es gibt ja diesen Spruch, Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht. So sieht's aus. Wie wichtig ist für dich Ernährung? Jetzt gerade auch im Anbetracht dessen, dass man, wenn man ja vor der Kamera steht, will man ja auch nicht immer hässlich aussehen. Ja, also ich bin auch ein eitler Mensch. Ja. Aber ich mag das auch, wenn ich meinen Körper mit ihm gut performen kann. Und das kann ich auch nur, wenn ich ein gutes Leistungsgewicht habe. Ist wie in einem Porsche oder einem Rennwagen. Ein PS mit 1 Kilogramm Körpergewicht oder 1 Kilogramm vom Auto. Von daher, ich esse sehr gerne, aber ich passe auf, was ich esse. Also, ganz wichtig, wenn ihr sichtbare Bauchmuskeln haben wollt, ist die Ernährung entscheidend. Wichtiger als sogar das Bauchmuskeltraining an sich. Also ihr werdet die Bauchmuskeln nur sichtbar bekommen, wenn ihr halt einen gewissen Körperfettanteil habt. So sieht's aus. Absolut. Ja, super. Vielen Dank, dass wir gemeinsam das Video machen konnten. Ja. Schön, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Und wir haben uns auch so ein bisschen ausgetauscht. Ja. Super Sache, freut mich. Wenn ihr natürlich mehr von dem jungen Mann sehen wollt, gut, ihr habt die eine Möglichkeit, RTL 2 einzuschalten. Und aber auch deinen YouTube-Kanal. Genau. Verlinken wir mit rein. Hauen wir mit rein, werdet ihr hier finden. Und auch gerne in der Kombination hier, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Von daher schreibt es gerne mit rein, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann, ja, wie gesagt, der Sommer kann kommen. Und was ich auch noch interessant finden würde, viele schauen sich jetzt das Video an. Wir haben ja jetzt nur unsere Bauchmuskelübungen vorgestellt. Es gibt ja noch so viele. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was eure Top-Bauchmuskelübungen sind. Genau. Weil die Zuschauer, die jetzt das Video sich angucken, die lesen auch die Kommentare und können natürlich dann auch von euch lernen, was eure Top-Bauchmuskelübungen sind. Also vielen Dank an der Stelle. Teilt den anderen mit, wie ihr euren Bauch trainiert. Es wird mit Sicherheit viele interessieren. Let's crunch. Dankeschön.